Ja, für den HSV, wenn ich das speziell sage, zumindest, dass sie langsam aus dem Keller kommen, dass ich ruhig oben auf der Tribüne sitzen kann und mich nicht mehr mein Herz bewegen muss, sondern mich freuen kann und in Ruhe dort mein Glas Wein trinken kann, weil der HSV führt. Noch ist es ja leider nicht so weit, ne? Es gab ja jetzt einen erneuten Leider nicht. Trainerwechsel. Ja, wie sehen Sie denn Markus Gisdol jetzt als neuen Trainer? Kann er den HSV wieder auf Erfolgskurs bringen? Ich hoffe das. Ich hoffe, dass das gelingt, denn das ist eine schwierige Aufgabe. Und da kann man ja nur die Daumen drücken. Er hat ja keine neuen Spieler und keine Verstärkung. Ich hoffe, dass die anderen vorhandenen Spieler noch ein bisschen besser aus sich herauskommen, noch ein bisschen zulegen und dass es dann besser wird. Zumindest wünsche ich das der Mannschaft, aber auch dem HSV. War das denn jetzt Ihrer Meinung nach der richtige Schritt, nochmal den Trainer zu entlassen? Ich meine, Bruno Labbadia wurde hier als Hamburger des Jahres gefeiert im letzten Jahr, war der große Retter und dann musste er letztendlich doch gehen. Wie haben Sie diese Entwicklung mitverfolgt? Also da bitte ich um Verständnis, dazu äußere ich mich nicht. Das müssen die Verantwortlichen machen oder dazu möchte ich auch nichts sagen. Aber tut Ihnen vielleicht Bruno Labbadia eventuell auch leid, wie so mit ihm umgegangen ist? Nein, ich kann nur grundsätzlich sagen, dass die ganzen Trainerwechsel, ich glaube, im Laufe der letzten Jahre ein bisschen viel waren. Was stimmt Sie denn dennoch positiv, dass es vielleicht doch wieder in die erfolgreichere Richtung gehen kann mit Ihrem HSV? Ja, ich hoffe, dass die Spieler noch auf dem Platz erfahren, dass wenn man nicht weiß, wohin mit dem Ball, ihn ins gegnerische Tor haut. Das ist immer richtig.